So, hallo zusammen. In diesem Video geht es um eine grundlegende Eigenschaft von Elektrizität, die Physiker dann Ladung genannt haben. Ist ein vollkommen willkürlicher Begriff, aber bevor wir irgendwie was mit Strom oder Spannung, zum Beispiel eine Glühlampe, zum Leuchten bringen können, müssen wir uns erst klar werden, was unter dieser Ladung verstanden wird. Als grundlegende Eigenschaft muss diese Ladung also überall in unserer Umgebung vorhanden sein. Und wie ihr alle selber wisst, wenn ich hier mich durch den Raum bewege, passiert nichts Elektrisches, ja? Weil die Atome und Teilchen, die uns umgeben, eben elektrisch neutral sind, nennen wir das. Um die Ladung zum Vorschein zu bringen, müssen wir die Ladungen erst voneinander trennen. Und dieses Trennen, das könnt ihr jetzt selbst auch mit einem einfachen Versuch machen. Nämlich, ihr nehmt eine Schallplatte, eine ganz normale Overhead-Folie und wie ihr das auch sicher selbst kennt, wenn man Materialien in Kontakt bringt oder aneinander reibt, zum Beispiel den Pulli beim Ausziehen an euren Haaren oder wenn ihr mit den Füßen auf den Boden reibt und dann an den Einkaufswagen tippt, dann patz, kriegt ihr eine gewischt oder es knistert. Da passiert also was Elektrisches, weil ihr vorher Ladungen getrennt habt. So, und das wollen wir jetzt auch mal versuchen. Ich bringe also diese beiden Materialien in Kontakt, also eine Overhead-Folie und die Schallplatte. Ich presse die sehr nah zusammen, reibe sie so ein bisschen aneinander. Nimm sie zusammen vom Tisch, ganz wichtig, und trenne sie dann. Und wenn man genau hört, dann knistert es da auch schon leicht. Was ich jetzt zeigen kann, ist, wenn ich die zusammenbringe, dass plupp, hier, obwohl ich oben noch auseinander bin, diese Schallplatte die Folie anzieht und andersherum auch. Ja? Das Ganze passiert deswegen, weil wir zwei Arten von Ladungen haben. Nämlich eine, die nennen wir positiv und die andere nennen wir negativ. Ich kann das auch zeigen, positiv und negativ, zieht sich also offensichtlich an. Plups. Und ich kann aber auch die Abstoßung zeigen, indem ich zwei gleichgeladene Dinge produziere. Ich nehme also wieder meine Folie, wiederhole das Ganze, um es nochmal aufzufrischen. Lege die hier auf ein Styropor, damit sie sich währenddessen nicht wieder entlädt. Nehme noch eine und mache dasselbe nochmal. Zusammen hochnehmen, trennen. Und dann versuchen wir das mit den beiden Folien. Wenn ich die jetzt zusammenbringe und es noch gerade hinbekomme, dann sehen wir ganz deutlich, dass die unten nicht zusammenfallen, sondern dass sie sich zusammen abstoßen. Ja? Liegt daran, weil die beiden Folien gleich geladen sind, in dem Fall positiv, und sich die zwei positiven Ladungen abstoßen. Ja, woher weiß ich, dass diese Folien positiv sind? Weil ich es nachweisen kann, und zwar mit einem ganz einfachen Gerät, mit dieser sogenannten Glimmlampe hier. Man hat festgestellt, dass diese Glimmlampe nur auf einer Seite jeweils leuchtet, und zwar auf der, wo die negative Ladung sitzt. Ja, und das können wir jetzt mal ausprobieren, ob ich damit recht hatte, dass auf der Schallplatte unsere negative Ladung sitzt. Ich lade also wieder, nehme sie wieder zusammen hoch, trenne die beiden. So, und damit man es besser sieht, weil es ein bisschen dunkel ist, aber es geht gut zu sehen, trotzdem hier machen wir mal das Licht aus, bitte. Und wir sehen an verschiedenen Stellen, dass jeweils kurz diese Lampe aufblitzt. Ja? Und auf der Seite, in der ich die, also auf der Schallplattenhand, auf der Seite leuchtet die Glimmlampe. Das heißt, die negative Ladung sitzt in dem Fall auf der Schallplatte, die positive entsprechend auf der Folie. Ja? Also, wir stellen erstmal fest, es gibt Ladungen, die sind normal ausgeglichen. Ich kann sie also nicht erfahrbar machen. Sobald ich die voneinander trenne, kann ich sie aber spüren. Ja? Beim Ladungsausgleich fließt dann eben sogar ein Strom, den ich dann als kleines aufleuchtende Lampe sehe. So, um zu zeigen, dass die zweite wichtige Eigenschaft für unseren Strom wird nämlich sein, dass Ladung auch beweglich sein kann. Und dazu gibt es einen ganz anderen einfachen Versuch, nämlich alles, was ihr dafür braucht, ist nochmal ein kleiner Isolator, ein Stück Styropor und eine ganz normale Blechdose, wo ihr das Papier gemacht habt. Ich will nämlich vergleichen, dass es Materialien gibt, auf denen die Ladung sich bewegt und auf welchen, wo sie sich nicht bewegt. Ja? Und dazu dient natürlich als erstes wieder meine Schallplatte. Und wir haben das zwar gesehen, aber ich will es einfach nochmal zeigen. In diesem Kontext abziehen,
dann kriegen wir wieder eine Verdunklung. Wir schauen nochmal, ich kann das hier machen, ich kann das hier machen, ich kann das an verschiedenen Stellen immer wieder machen. Ja? Gut, auf der anderen Seite, können wir es wieder hell machen kurz, brauche ich nochmal ein bisschen Ladung, die ich dann hier auf meine Blechdose abstreife. So, wieder trennen. Und jetzt versuche ich, ohne die Dose zu berühren, möglichst viel dieser Ladung hier auf die Dose zu streichen. Gut. Und jetzt mache ich denselben Versuch nochmal. Genau. Ich gehe mit der Glimmlampe hin. Ihr seht ein Leuchten. Und jetzt, wenn ich das nochmal mache, oder an irgendeiner anderen Stelle, ich kann versuchen, die Dose zu drehen, irgendwo anders, keine Reaktion mehr. Ja? Die ganze Ladung ist schon abgeflossen. Genau. Und daran können wir jetzt sehen, dass auf solchen Gegenständen wie Metall sich scheinbar die Ladung bewegen kann. Sie ist mit einmal über die Glimmlampe abgeflossen und dagegen auf der Schallplatte sitzt sie wohl irgendwie fest. Ich kann also an mehreren Stellen wieder eine Portion Ladung abgreifen. Sie ist scheinbar auf der Platte, also auf Kunststoff, nicht beweglich. Und das kennt ihr natürlich alle wieder aus dem Alltag. Stellt euch ein ganz normales Kabel vor. Da ist nicht ohne Grund innen ein Metall und außen ein Plastiküberzug, weil nach außen hin soll es isolieren, also nicht leiten, und innen drin soll es möglichst gut leiten. Man wählt also nicht zufällig Metalle und irgendwelche Kunststoffe als Isolator. Okay, um die Beweglichkeit der Ladung in Materialien zu zeigen, gibt es noch einen ganz schönen Versuch. Dazu braucht ihr nicht viel, nämlich wieder zwei Metallgegenstände. Ich habe Konservendosen benutzt und zwei Stücke Styropor, die man dann trennen kann. Das ist ganz wichtig. Am Anfang bringt ihr diese Dosen also auf Kontakt zusammen, das ist ganz entscheidend. Dann nehmt ihr wieder eure Schallplatte und ladet die ordentlich auf. Bei mir geht es hier ganz gut. So, und jetzt bringe ich nur diese Schallplatte in die Nähe dieser Dosen. Ich darf sie nicht berühren, denn so sind sie ja ungeladen. Ich hatte die gerade in der Hand, da ist also keine getrennte Ladung irgendwo. Was ich jetzt versuche, ist, mit meiner negativen Ladung auf der Schallplatte die negative Ladung hier drin auf die Seite zu schieben. Ja, das mache ich jetzt hier und ich behaupte, das ist so. Und auch um es zu zeigen, kann ich jetzt, während ich die Schallplatte da noch habe, ich darf sie nicht wegbewegen, versperre ich diesen verschobenen Ladungen den Rückweg, indem ich sie trenne. Jetzt kann ich natürlich mit der Platte weggehen. Und wenn mein Versuch funktioniert hat, dann ist auf der Dose jetzt die negative Ladung, die ich ja darüber geschoben habe, und auf der anderen Dose bleibt die positive zurück. Ja? Und das können wir jetzt auch wieder schön mit der Glimmlampe nachweisen. Kriegen wir nochmal dunkel bitte. Nämlich auf der Dose, wo ich eine negative Ladung erwarte. Schauen wir mal. Also ein ganz klares Leuchten auf der Dosenseite, so wie wir es erwarten. Und dann schauen wir nochmal auf die andere Seite. Da soll es jetzt also am besten auf meiner Handseite aufleuchten. Und tut's auch. Also, so hat's funktioniert.